Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und ich glaube, jetzt geht's ganz nach unten auf die Purgatory. Purgatory, ja, so heißt das. Das weiß ich nicht. Dahin geht's ab. Wir sind eh VIP. Ich weiß, dass es Beschwerden gibt. Wir tun unser Bestes mit dem, was wir haben, aber lassen Sie mich ausreden. Unser Energieraster kann nur eine bestimmte Energiemenge verkraften, dann schaltet es sich ab. Und die Backups können wir nicht einsetzen. Nein, die neuen Regeln gelten für die gesamte Citadel. Die Verwaltung weiß, dass diese Sache wichtig für die Moral ist, aber wir dürfen unser Budget nicht überschreiten. Hören Sie, ich werde die Backups nicht anrühren. Beschaffen Sie mir ein besseres Energieraster, dann gebe ich Ihnen eine größere Leitshow. Ja. Was ist denn hier los? Cerberus Mistkerle hatten uns im Sack. Arschlöcher! Scheiße, die haben einfach immer weiter angegriffen. Und ich weiß nicht mal mehr, aus welcher Richtung. Was für eine Hölle. Der arme Bilal. Sie hätten ihn nicht auf diese Art ausschalten müssen. Es war brutal. 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 Okay. Hey, bereit für ein... Oh, hier geht's ab. Hey, Mel. Du hier? Ja, verdammt, ich bin hier. Ich werde in den nächsten 48 Stunden so viel Zeit wie möglich in dieser Bar verbringen. Denselben Gedanken hatten wir auch. Also, die Theke ist da drüben und, Hey, da ist ja der ganze Trupp. Alle Jungs. Ja. Wir wollten eigentlich... Aha. Geht ab hier. Wo ist die Tanzfläche? Ich will tanzen, nur tanzen. Oh, was ist denn hier Sie los? Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein. Vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show. Aria. Was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Was ist passiert? Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Aber sie sind am Leben. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so. Wenn sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Das ist richtig. Also will ich ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand.
Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ich tue, was erforderlich ist. Wenn Sie Reaper bekämpfen, nehme ich Sie. Mit dem Ergebnis kann ich gut leben. Besuchen Sie Nar. Er ist für das Blood Pact zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Ach ja, Arya Tilauk. Eiskalt. Oh Gott, haben wir jetzt aber viel abtrünniger bekommen. Dabei war ich doch gar nicht mal so schlimm eigentlich. Jetzt ab! Hier geht's ab! Oh yeah. Aha. Aha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was? Hey Commander! Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sehen Sie mich so? Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich. Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man Sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind Sie überlebensgroß. Das gefällt mir noch nicht. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu Ihnen. Schon, aber die kennen Sie nicht. Sie wissen nur, was Ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass Sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Gut. Mir gefällt, wie Sie denken, Lieutenant. Compadres! Hey! Der Commander will, dass ihr was trinkt. Auf ihn! Also, auf uns! Wer ist wie wir? Verdammt wenige! Und sie sind alle tot. Tut mir leid, Chef. Ich dachte, Sie kennen den. Danke für die Warnung. Ja, das freut mich. Danke für den Drink. Hey, wie funktionieren diese ganzen Untertitel hier noch nicht? Also... Nee. Irgendwas läuft da noch läuft da noch falsch. Was haben wir hier? Ja, selbst die Barkeeper tanzen. Ich finde es so lustig, ne? Salarianer als Barkeeper, da müssen das doch alles Wissenschaftler sein. Ja! 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 Was? Oh ja. Oh ja. Zeig mir deinen Hintern, Babe. Was? Ja. Ich denke mal, das wird so das versauteste Mass Effect Let's Play, was es gibt. Ey. Nee. Unfassbar. Jetzt bin ich hier raus und habe nicht mal einen vernünftigen Drink bekommen. So, wir haben, glaube ich, viele Missionen, ne? Achso. Ein bisschen. Bisschen. Aber das ist gut. Damit können wir die ganze Galaxis besiegen und die Galaxis bei anderen von uns warten. Präsidiumsunterhose. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist wie eine Präsidiumsunterhose. Ankunft im Präsidium Unterhaus.
Schluss machen. Es lief schon nicht gut, bevor er in den Einsatz geschickt wurde. Und wenn ich vorgebe, mich über die Videos zu freuen... Das ist weder ihm noch dir selbst gegenüber fair. Gerade mitten in diesem Kriegswahnsinn verdienst du es, glücklich zu sein. Und das bin ich nicht. Ich muss ehrlich zu ihm sein. Dann musst du es ihm sagen. Interessant, so. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur... Ich kann nicht mehr rumsitzen und bei den Vorgängen auf der Erde nur zuschauen. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Ich glaube, wir brauchen jeden Kraft, die es gibt. Die Allianz kann ihre Hilfe gebrauchen. Es gibt auch außerhalb der Kämpfe viel zu tun. Danke. Wer war das? Der erste Spectre der Menschen? Wow, Commander Shepard? Ich stehe hier übrigens noch. Wir könnten etwas beitragen. Gut, ich sehe mir mal die Rekrutierungsbroschüre an. Vielleicht brauchen sie ja jemanden, der Kisten stapelt oder kocht oder so. Ich stehe hier noch. Wer war hier? Barda Von. Den Flüchtlingen einfachste Dienstleistungen verweigern. Die Reaper haben uns zusammen mit unserer Welt anscheinend auch jede Kultur genommen. Das Buch von Planix verlangt Wohltätigkeit und Vergebung in Zeiten des Krieges. Leider ging das Buch von Planix auf unserer Heimatwelt verloren. Und darum findet unser Volk seinen Weg nicht mehr. Wir sollen also ein Buch finden. Warum nicht bei Amazon bestellen? Barda Von. Jetzt zu verkaufen wäre unklug. Mir ist durchaus bewusst, was gerade geschieht. Laden Sie sie im Mutancluster ab. Und dann würde ich dazu raten, an einen sichereren Ort zu reisen. Willkommen bei Elkos Combine Arsenalvorräte. Ein automatischer Fischfütterer. Wir lassen sie nicht im Regen stehen. Servus Sturmpanzerung. Rundum-Garantien. Waffenschaden plus 20, Schilde plus 10, Gesundheit plus 20. Das ist schon nett. Aha, ja, mit den Schaden um 15%, das kaufe ich auf jeden Fall. Geöffnete Ware kann nur gegen Gutschrift. So, dann nehme ich noch diese Panzerung hier. Und den automatischen Fischfütterer kann ich mir leider nicht leisten. So, was haben wir hier? Ein Koi. Aha. Wir bei Kanala Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Visionsgewehr MP. Die sie uns gewöhnen und wir brauchen nicht. Was? So. Da haben wir alles. Weiter gucken. Rosenkopf. Ich habe jetzt gedacht, Rosenkopf. Wen interessiert denn das Geld? Haben Sie nicht die Neuigkeiten von Calvin gehört? Dafür ist Ihre Armee zuständig. Niemand wird bis zur Citadel vordringen. Wir müssen mit der Herstellung von Militärtechnologie beginnen. Niemand braucht nach einem Sieg der Reaper noch Finanzsoftware. Der Markt für Militärgerät wirft kaum Profit ab. Wen würden Sie denn als Käufer vorschlagen? Den Rat, das Reich, vielleicht die Allianz. Selbst wenn wir jetzt nicht viel damit verdienen, wird man sich nach dem Krieg an uns erinnern. Wenn wir von Finanz-VIs auf Militärgerät umschwenken, verlieren wir Millionen. Wen interessiert denn das Geld? Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können... Hören Sie, Cyrus. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen und sich absetzen wollen, bitte. Aber ich verkaufe keine Finanz-VIs, während meine Heimatwelt in Flammen steht. Okay, lassen Sie mich nachdenken. Wir könnten die VIs zu modernen Zielerfassungslösungen umfunktionieren. Genau, den Großteil der Hardware könnten wir weiterverwenden. Die Finanz-VI hat mehr Rechenleistung, als wir dafür brauchen. Ja, das müsste klappen. Wir rüsten die VI so um, dass sie für alle gängigen Waffen funktioniert.
Waffennachrüstung ohne Neuerwerb eines Zielcomputers. Flexibilität und kurze Reaktionszeiten. Wir verdienen ein Vermögen. Ein kleines Vermögen. Wir verkaufen sie zum Selbstkostenpreis plus 3%. Na gut. Ja, auch mal was. Wollen Sie dahin? Zur Zuflucht, meine ich. Tut mir leid, ich dachte, Sie sehen sich die Werbung an. Erbitterte Kämpfer auf allen. Natürlich nicht. Die Zuflucht ist Betrug. Die koreanischen Truppen stehen anscheinend auf hohen Kosten. Oh, darauf können Sie wetten. Jemand verdient Geld mit der Angst der Leute. Ich wünschte, mir wäre das eingefallen. Ach ja. Ich liebe das, diese ganzen kleinen Gespräche hier, ne? Ich weiß, was Sie meinen. Ich hatte gedacht, unsere Ausbildung würde uns auf alles vorbereiten, aber das... Jedes Mal, wenn diese Asari-Elite-Soldatin mich sieht, fängt sie einfach an zu schreien. Inzwischen höre ich es sogar schon, wenn ich versuche zu schlafen. Eigentlich soll ich ihr helfen, aber ich habe das Gefühl, ich zerstöre ihre Welt jedes Mal wieder, wenn sie mich sieht. Hm. Es ist nicht ihre Schuld. Jeder Mensch würde wahrscheinlich im Moment diese Reaktion bei ihr hervorrufen. Nein, ich habe die Akte über die Kolonie gelesen, von der sie kommt. Das Mädchen, von dem sie ständig redet. Wir sehen uns sehr ähnlich. Ich sollte da eigentlich gar nicht mehr rein dürfen, um zu helfen. Könnte sein. So, jetzt wollte ich mal wissen, was da hier rechts noch ist. Das ist so groß, die Zitadelle, da sind so viele Sachen. Wohnungen, in die ich nicht rein kann. Das ist ja der Hammer. Narl? Was ist denn Narl? Na, gehen wir mal zu Narl rein. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Creed, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya ihm Shepard bringt, stehen seine Leute unter ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Ich werde Ihnen trauen. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Er ist ihre Anweisungen, unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das! Commander Shepard! Nur damit Sie's wissen, Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles! Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Absolut! Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen! Mit Ihnen habe ich nicht geredet, Grill? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Nicht ihn! Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Arya nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Narl. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Arya, dass wir grünes Licht haben. Ja. Schön, schön, schön. So, haben wir jetzt ein paar Credits verdient, könnten uns jetzt das Fischreinigungssystem leisten. Und was mit dem Salarianer da hinten? Geht der in das Zimmer rein? Können wir uns damit reinschleichen? Er bleibt vor der Tür stehen. Das ist gut. So. Möglicherweise Überlänge, aber ich will gucken, was noch hier unten ist. Das ist problematisch. Wir müssen irgendwie die Wärmeeinheiten stabilisieren, damit die Wassertemperatur konstant bleibt. Die Lage der Kolonie ist für unsere Spezies alles andere als ideal. Das Gelege ist in Gefahr, wenn wir nicht bald handeln. Natürlich. Ich tue alles, um zu helfen. Wir sind doch eine Familie. Die extremen Wetterbedingungen verlangen möglicherweise nach einer Technologie, die auf dem Markt gar nicht frei verfügbar ist. Mhm, mhm.
interessante Dinge, die hier passieren. Da ist noch ein Typ an der C-Sicherheit, aber damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind Spectre. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt... Naja, ohne Kassenzettel würde ich auch den Verkäufer unterstützen. Halten Sie diesen Mann bei der Arbeit fest, während draußen ein Krieg tobt? Also, das ist doch seine Aufgabe, oder? Eigentlich habe ich gerade Pause. Ich wollte meine Familie kontaktieren, von der ich seit Tagen nichts gehört habe. Naja, ach so. Naja, vielleicht ist ein Krieg wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Vielleicht? Das ist Ihnen bei Ihren letzten 10 Besuchen in dieser Woche aber noch nie eingefallen. Ja, tut mir leid. Genau. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der derart hartnäckig auf einer Rückerstattung für einen Toasterofen bestanden hat. Für einen Toasterofen, weißt du? Ah, schön. So. Ein Zielvisier. Schulterschutz. Eine Doppelüberlagerung. Also ist echt schön hier, also muss man ja schon sagen. Willkommen in der City der Geschenkeboutique. Alle Einnahmen von heute kommen den turianischen Kriegsbemühungen zugute. Ach, das ist schön. Oh, das ist eine gute Idee. Ich finde es gut, dass die Geschäftsführung so etwas durchführt. Mein Mann ist auch gerade im Einsatz. Oh, Sie sind mit einem Turianer zusammen? Nein, bin ich nicht. Mein Mann ist Krogan. Oh, na das ist ja großartig. Hoffentlich weiß er, gegen wen er kämpfen soll. Wie bitte? Ich wollte nicht. Also, ich hab nur... Mein Mann riskiert jetzt gerade sein Leben, um uns zu beschützen. Es tut mir leid. Das war gedankenlos und es tut mir wirklich leid. Schon in Ordnung, ich versteh's ja. Manchmal überrascht es mich selbst. Wie auch immer. Möchten Sie denn etwas kaufen? Ja, ja natürlich. Für unsere Truppen tue ich alles. So, Sportartikel. Ein Modell der Citadel. Ja, das kaufen wir doch hier. Eine Kollektorenpanzerung. Waldmannsheil, ja. Edi. Erstmal gucken, was die Kasse... Ach du Scheiße. Alle Produkte sind herabgesetzt. Uns gibt es Kriegsrabatt. Kriegsrabatt, ja. Genau. Wenn Sie das Beste wollen, kommen Sie zu Kassa. So. Danke, was macht Edi denn hier? Hallo, Shepard. Sieht aus, als würden Sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt, aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Shepard, Sie haben sexuelle Erfahrungen aus erster Hand. Woher wissen Sie, wenn jemand emotional engagiert ist? Ja, ich vor allem, ne? Ja, Sie sind aufmerksam. Das zeigt sich an verschiedenen Dingen. Man muss ständig an die andere Person denken. Man bittet sie um Treffen, macht Geschenke, hört eine bestimmte Musik. Ich brauche aber nur Hardware- und Software-Upgrades. Und für meine Kernprogrammierung ist Musik völlig bedeutungslos. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, schön, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt.
Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Ihre Gesellschaft ist das, was zählt. Edie, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Ich finde das schön, dass die ganze Crew so hier auf dem Schiff ist, eigentlich. Können wir mit Joe Carreño natürlich. Hey, Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und, ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Sie haben keine Ahnung. Sie haben Angst. Wenn's um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren Sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wrolik-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Ach ja, ich mag Joker. So. Die macht nix. So. Wir müssen Jake in den Hort gehen. Er sollte mit anderen Kindern zusammen sein. Aber was ist, wenn es wieder einen Angriff gibt? Wir können unser Leben nicht damit verbringen, darauf zu warten. Wir sind mitten im Krieg und ich soll ihn einfach jeden Morgen wegschicken? Wir müssen Jake in den Hort gehen. Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Das machen wir. Und vielen Dank. Gerne. Gerne. Ich liebe es, wenn kinderlose Leute Kindern Eltern Tipps geben. Ich kann hier nicht einkaufen. Hallo, Salariana. Dr. XY. Pornrestaurant. Aber jetzt was... Ist das denn? Liara! Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Wie könnte ich das vergessen? Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Gute Idee. Praktisch. Gefällt mir. Sie könnten mal mit dem Volus Balavon in seinem Büro reden. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Ich finde das echt richtig gut, dass die hier alle auf der Station verteilt rumlaufen. Richtig gut. So, da können wir nicht. Können wir nicht mitreden. Und unser Auftragsbuch ist fett gefüllt mit Missionen. Guck dir das an. Die alle hier. Hier machen wir alle, bevor wir Priorität machen. Das ist unfassbar. Einmal bist du auf der Citadel und dann sowas. Das ist immer unglaublich. So, Edie ist verknallt. Das ist eh noch die beste News von allen. Krankenhaus haben wir, Bar haben wir, Citadel Botschaften müssen wir noch. So, oder ist das da, wo wir hin müssen? Warte, Priorität zurück. Achso.
Ne, da können wir ja mitreden. Die haben nix. Hier war ich jetzt quasi schon mal, zwar jetzt nicht in den letzten... Hast du gerade gesehen, wie der Zeitlupe gelaufen ist? Oh, hallo, Ma'am. Ma'am? Das Gespräch hatten wir doch schon, junge Dame. Du sollst mich Theresa nennen. Mein Sohn konnte dich zwar wegen dieses verdammten Krieges nicht mehr heiraten, aber für mich gehörst du trotzdem zur Familie. Nichts wird daran etwas ändern. Ich, natürlich, Theresa. Ich komme später wieder in der Mittagspause, wenn du möchtest. Ich lade dich zum Essen ein. Was hältst du davon? Sehr gerne, Theresa. Danke. Ach ja. So. Weil die hatten wir auch schon mal, ne? Das war die so ein bisschen Alzheimer wirkte. Bailey. Wir mussten doch irgendwas mit Bailey machen, ne? Genau. Ne, das will ich jetzt noch nicht machen. Das ist so eine ganz neue Quest. Udina. Ich weiß gar nicht, ob wir was Neues aus dem rauskriegen würden. Weil er hat halt echt ein schönes Büro. Shepard. Okay, haben wir nichts Neues? Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Ja, haben wir nichts Neues. Was ist das? Ach, das Spectre-Ding. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und bis zur nächsten Folge und tschüss.